Da hat also ein Bibliothekar ein Buch gekauft, ein unvollständiges, illustriertes Exemplar von den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht. Läuft beglückt in seine Wohnung, steigt hoch zu seinem Arbeitszimmer, um das Werk genauer zu begutachten. Da er schlecht sieht, stößt er in der Eile mit dem Kopf an einen frisch gestrichenen Fensterflügel und zieht sich dabei nicht nur eine Beule, sondern auch eine gefährliche Blutvergiftung zu. Er muss ins Krankenhaus. Die Geschichte nimmt einen gefährlichen, fibrösen Verlauf. Wahnvorstellungen sind nicht auszuschließen. Schließlich darf er aber doch das Spital verlassen und beschließt, sich im Süden zu erholen. Im Süden hat er ein kleines Haus geerbt, das er noch nie besucht hat. Aber auf einer der ersten Stationen seiner Reise gerät er in einen Streit. In einer Kaschemme provozieren ihn drei angetrunkene Landarbeiter, die mit Brotkügelchen nach ihm werfen. Der Streit eskaliert. Unser Bibliothekar stellt sich einem Messerkampf. Ein Gaucho wirft ihm eine selbstgebastelte Klinge zu. Klar, der Mann der Bücher hat keine Chance. Ende der Geschichte, Ende der Erzählung. Vielleicht noch nicht ganz. Denn wissen wir eigentlich, ob der Bibliothekar diese Geschichte nicht nur in seiner Fantasie erlebte, als er im Krankenhaus im Delirium lag? Wissen wir, ob er das Krankenhaus je verlassen hat? Können wir dem Erzähler überhaupt trauen? Und wer ist eigentlich der Autor? Oder gibt es vielleicht mehrere? Der biografisch verbürgte Erzähler dieser Geschichte, meine sehr verehrten Zuseher, heißt Jorge Luis Borges, wurde 1899 in Buenos Aires geboren und starb 1986 in Genf. Die Erzählung mit der Messersticherei, die ich gerade vorgetragen habe, finden Sie in seinem Erzählband Fiktion. Ich habe in unseren Sendungen bisweilen zu dem zugegeben wohlfeilen Mittel gegriffen, meine Präsentationen damit zu würzen, dass ich von der vorgestellten Figur berichtete, sie habe den Nobelpreis für Literatur erhalten. Bei Jorge Luis Borges muss ich ein radikal anderes Verfahren wählen. Dieser Borges gehörte zu den größten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts, die jene Auszeichnung aus Stockholm nie erhielten. Das macht ihn natürlich nicht zum Unbekannten. Und lassen Sie mich dennoch ein paar Sätze zu seinem Leben und seinem Werk vortragen. Dieser Borges entstammte einer finanziell recht gut gestellten Familie von Bücher- oder sagen wir Literaturnarren. Die Familie hatte Vorfahren in Spanien, in Lateinamerika und in Großbritannien. Der kleine Jorge wuchs, das war eine Selbstverständlichkeit, zunächst zweisprachig auf. Selbstverständlich scheint es auch gewesen zu sein, dass fast ein jedes Familienmitglied sich als Essayist oder Philosoph oder Dichter oder als Übersetzer von Essayisten, Dichtern oder Philosophen hervortat. Oder als Malerin, wie es die Schwester von Borges mit sehr großem Erfolg tat. Mancher von uns, verehrte Zuseher, wäre nur mit einer gewissen Beklommenheit einer Einladung zum Abendessen bei dieser Familie nachgekommen. Eine andere, weit weniger glückliche Disposition, zumindest der männlichen Familienmitglieder, scheint in einer erblichen Sehschwäche gelegen zu haben. Der Vater von Jorge Luis zog mit der Familie 1914 von Buenos Aires nach Genf, um sich einer Reihe von Augenoperationen zu unterziehen. Der Sohn, also unser Autor, begann schon 1950 zu erblinden. 1955 verlor er dann vollends die Sehkraft. In jenem Jahr, also 1955, wurde er Direktor der argentinischen Nationalbibliothek. Und er lobte in einem fast zynischen Gedicht Gottes glänzende Ironie, ihm gleichzeitig fast 1 Million Bücher und die Dunkelheit geschenkt zu haben. Lesen und Schreiben hatten ihm seine Ärzte schon 10 Jahre zuvor strikt verboten. Aber naturgemäß hat Borges dieses Gebot, soweit es ihm möglich war, gebrochen oder umgangen. Man konnte ja zusammen mit anderen publizieren, diktieren, sich vorlesen lassen und man konnte sich der vielsprachigen Bibliothek des eigenen Gedächtnisses bedienen. Nach welchem Schöpfungsplan die Neugier dieses Schriftstellers ausgelegt war, hätte wohl nur er selber darlegen können. Seine Biografen nennen so vollkommen unterschiedliche Anbaugebiete wie die jüdische Kabbala, Sagen aus Skandinavien, metaphysische Literatur aus dem deutschen Mittelalter,
Schriften der chinesischen Daoisten, Quellen der aztekischen Vergangenheit und unendlich vieles, vieles, was ich schon aus Zeitgründen nicht auch noch aufzählen kann. Wenn Sie, verehrte Zuseher, Borges gelesen haben, dann können Sie danach sicher sein, sich bei dieser Lektüre auch noch gleich ein paar Regale anderer Autoren der Weltliteratur einverleibt zu haben. Nur muss Ihnen das nicht stets aufgefallen sein. Wer wie Borges im literarischen Luxus schwelgt, der kann es sich leisten, Autoren genauso wenig ernst zu nehmen wie seine Leser. Borges war ein Meister der raffinierten Anspielungen, des trickreichen Wechselns von Erzählperspektiven und von Handlungsebenen. Ich habe ihn, verehrte Zuseher, ja ganz zu Anfang in der Geschichte von dem Bibliothekar, der vielleicht bei einer Messerstecherei umgekommen ist oder eben nicht, ein Beispiel dafür gegeben. Für diese Kunst gibt es in der Literaturgeschichte einen Namen. Man spricht von der lateinamerikanischen Fantastik, die Borges begründet habe. Manchmal auch von der Technik des magischen Realismus. Das sind so Etikette, die einen nicht sonderlich erschrecken müssen. Es geht eben um eine Form des Erzählens, in dem das Geschehen, salopp gesagt, immer wieder einmal abhebt, in dem die Gesetze der Physik bisweilen auf den Kopf gestellt werden. Wenn ich Ihnen nur zwei Beispiele lateinamerikanischer Autoren und Werke nennen darf, dann wären das einmal der Roman 100 Jahre Einsamkeit des Kolumbianers Gabriel García Márquez und zum anderen das Werk Explosion in der Kathedrale des Kubaners Alejo Carpentier. Letzter, also Carpentier, nannte das Verfahren auch einmal die Kunst des wunderbar Wirklichen, zeigte aber dann aber auch auf ein ganz anderes, verwandtes Kapitel der Kunstgeschichte, nämlich den europäischen Barock mit seinen vielen und formenreichen Beschwörungen des Todes und der Auferstehung. So darf sich der Leser nicht wundern, wenn in irgendeiner Passage ein zum Tode verurteilter Gefangener plötzlich seine Fesseln abstreift, in die Luft eine Schleife über den Köpfen der Menge zieht, die seine Hinrichtung betrachten soll, und sich dann seelenruhig wieder verhaften und danach exekutieren lässt. Der Leser soll sich nicht nur nicht verwundern, wie ich gerade gesagt habe, er sollte vielmehr in helles Verzücken geraten. Ein Verzücken, das ihn, wie Borges schrieb, keinen Augenblick lang zu Sentimentalität oder Furcht hinablässt. Weder Sentimentalität noch Furcht kannte auch die verstorbene Freundin des Erzählers der Geschichte, das Aleph. Diese Erzählung 1949 erschien, trug ganz wesentlich zur Etablierung des Weltruhms von Borges bei. Einmal, weil sie so faszinierend verspiegelt angelegt ist, zum anderen, weil sie uns in eine so wunderliche Welt führt. Jener Erzähler, der seine Freundin verloren hat, besucht regelmäßig das Haus der Verstorbenen, um pietätvoll ihr Andenken zu wahren. Bei einem dieser Besuche trifft er dort auf deren Cousin, einen Dichter von eher zweifelhafter Qualität, aber großen Ambitionen. Der Dichter bemüht sich um die Aufmerksamkeit des Erzählers eines, wie könnte es anders sein, eines Bibliothekars, weil er sich von diesem Herrn die Vermittlung zu einem prominenten Autor verspricht, der sein Werk mit einem Vorwort krönen könnte. Nein, der Dichter hat keinerlei Zweifel an der Kunst, an der Qualität seiner Kunst, doch so ein Vorwort. Eines Tages erzählt nun der Dichter dem Bibliothekar, dass das Haus seiner früheren Freundin abgerissen werden soll. Für ihn, den Dichter, ist das ganz besonders bedrohlich, denn im Keller des Gebäudes befinde sich seine wesentliche Inspirationsquelle, das Aleph. Das Aleph? Gut, das Aleph, das müssen nicht alle von Ihnen wissen, meine verehrten Zuseher, ist der erste Buchstabe im hebräischen Alphabet. In der mystischen Tradition der jüdischen Kabbala steht das Aleph neben vielen anderen aber auch noch für das Element Luft und für die Unendlichkeit. Oder, wie im Fall unseres Dichters, für einen Punkt im Raum, der alle möglichen Punkte der Welt in sich enthält. Der zunächst skeptische Bibliothekar folgt dem Dichter in den Keller
und sieht dort tatsächlich jenen Punkt, der ihn zu jedem Platz des Universums und auch in seinen eigenen Körper hineinführt. Ich muss hier noch nachtragen, dass das Werk des Dichters, dieses etwas arroganten Dichters, nach Auskunft des Bibliothekars ein wenig an die göttliche Komödie, allerdings fürs Kunsthandwerk erinnert und nach dem großen Vorbild Dante gleichfalls den gesamten Kosmos erschließen sollte. Das Haus ist aber nicht mehr zu retten, es verschwindet und mit ihm das Aleph. Für den Dichter ist der Verlust unersetzlich, der Bibliothekar dagegen findet seinen eigenen Trost. Er erinnert sich, dass in einem der vielen, vielen Werke, die er hortet, noch von anderen Räumen die Rede ist, in denen gleichfalls dieses Zeichen Aleph zu finden ist. Auf Bücher, auf Bibliotheken ist eben Verlass. Die Freude an der Erkundung des Mysteriösen, des verdeckten Zeichens kann in zwei verschiedene Richtungen führen. Wenn es akademisch anspruchsvoll zugeht und französisch klingt, dann führt uns dieser Weg in die philosophische Struktur des sogenannten Poststrukturalismus. In dieser Denkrichtung erfindet die Sprache die Wirklichkeit. Wahrheit ist mehr oder weniger Zufall. Man kann getrost aber auch einen anderen, einen behaglicheren Weg beschreiten und der führt uns zum Kriminalroman. Denken Sie, verehrte Zuseher, an die klassischen Vertreter dieses Genres, etwa an Edgar Allan Poe, an Chesterton, an Conan Doyle. Sie alle waren mit dem Aufspüren von Zeichen beschäftigt, die eine Wahrheit hinter den Dingen erschloss, eine oft so auffällige Wahrheit, dass der gemeine Beobachter ihre Spur eben nicht deuten konnte. Jorge Luis Borges, dieser literarische Gentleman, war ein glühender Liebhaber von Kriminalromanen. Das Verstecken von Schlüsseln gehörte ja auch zu seinen Leidenschaften. Dass er die letzten 20 Jahre seines Lebens, der starb 1986, auch als Vorläufer der Poststrukturalisten gefeiert und in höchster Bewunderung bis ins Pianissimo des Details zitiert wurde, hat ihn eher amüsiert. Wer so viele Moden des Denkens durchforscht hat, entwickelt gegenüber der Aktualität eine eher robuste Skepsis. Sterben wollte er, davon berichtet die Geschichte, die Bibliothek von Babel, selbstverständlich in dem ihm ureigenen Ambiente, umgeben von lauter schweigenden Folianten. Aber gegen die Unsterblichkeit ist niemand gefeit, ganz besonders kein so einflussreicher Literat. Unsterblich wurden im Roman des Italieners Umberto Eco, Sie alle haben im Namen der Rose gelesen, unsterblich wurden sowohl die Bibliothek, in der Borges, in der unser Autor seinen letzten Frieden suchte, wie der blinde Bibliothekar selbst, der in diesem Roman als Jorge von Burgos auftaucht. Allerdings handelt es sich hier um den höchst interessanten Fall einer doppelten Unsterblichkeit, denn für die erste hatte Borges ja höchst persönlich gesorgt.